In diesem Video geht es um die besten 6 Builds, die ihr kennen müsst in NBA 2K22. Wir starten direkt rein mit dem ersten Build. Es handelt sich jetzt hauptsächlich um Guard-Builds, weil man die auch besser miteinander vergleichen kann. Als erste Pie-Chart wählt ihr die mit hauptsächlich Finishing und ein bisschen Defense. Beim körperlichen Profil gehen wir mit dem hauptsächlich Schnelligkeitsprofil und ihr werdet dann auch zum Schluss eine 99er Schnelligkeit kriegen können. Ihr maxt Dunk aus der Bewegung aus. Ihr kriegt einen 93er Dunk aus der Bewegung. Das ist schon echt heftig. Später sogar noch mehr. Korbleger aus der Bewegung ausmaxen, Dreier ausmaxen. Ich weiß, der Dreier ist sehr niedrig. Aber wenn ihr wisst, wie ihr werft, wenn ihr die richtigen Badges nutzt, dann funktioniert das. Mitteldistanzwurf ausmaxen, Freiwurf ausmaxen, Postfade, so dass ihr noch 7 Wurfplaketten habt, Ballhandling ausmaxen, Passgenauigkeit ausmaxen, Perimeter-Defense ausmaxen, Lateralschnelligkeit ausmaxen, 94er Stil. Das ist schon echt heftig. Ja, dann wollen wir noch 13 Playmaking-Plaketten. Wieder so, gerade so, dass wir eben diese 13 Playmaking-Plaketten haben. Und den Rest noch auf Nahdistanzwurf. Das ist wirklich ein gutes All-Around-Bild. Vor allem, wenn man gut greenen kann mit einem niedrigen Dreier, das funktioniert dieses Jahr wirklich mit einem 58er Dreier zu greenen. Ja, Körperform lassen wir mal dabei. Wenn wir jetzt hochgehen, würden wir beim Ballhandling verlieren. Das wollen wir aber behalten, deswegen bleiben wir mal 6'3". Gewicht ganz runter, dann kriegt ihr komplett bessere Schnelligkeit und Beschleunigung, kann man gar nicht kriegen. Und jetzt hat bei der Spannweite geht ihr hoch. Und jetzt schaut euch das an. Ihr habt einen 95er Stil und gleichzeitig einen 95er Dunk aus der Bewegung. Besser geht's nicht. Und mit dem Ballhandling könnt ihr, wenn ihr 99 overall seid, noch auf 95 kommen. Beim Entfesselt habt ihr jetzt freie Wahl. Wollt ihr eher dann noch der Verteidiger sein oder der Slasher? Ich nehme jetzt mal das Slashing Takeover. Und dann habt ihr einen Two-Way Slasher erschaffen. Machen wir gleich mal weiter mit dem nächsten Bild. Für das nächste Bild braucht ihr die Pie-Chart mit halb Shooting, halb Defense und Rebounding. Beim körperlichen Profil würde ich wieder das erste nehmen, ihr könnt auch das vierte nehmen, ich nehme jetzt mal das erste. Dunk aus der Bewegung wieder ausmaxen und Korbleger aus der Bewegung. Dunk aus der Bewegung 72 reicht aus, um Park-Dunk zu kriegen und eben auch diese schnellen Abschlüsse als Dunk, die nicht so schnell geblockt werden. Dreier ausmaxen, 80er Dreier reicht vollkommen aus, den braucht ihr auch nicht höher. Ja, dann mal weiter, Freiwurf ausmaxen, Ballhandling ausmaxen, Passgenauigkeit ausmaxen, Postkontrolle, so dass ihr 13 habt, ja, also komplett ausmaxen, Perimeter Defense ausmaxen, Lateralschnelligkeit, Stil ausmaxen, ja, eine Finishing Badge reicht vollkommen aus, dann noch vielleicht Defensiv Rebound und den Rest noch auf Postfade, dass ihr noch 19 Wurfplaketten habt und dann noch auf Offensiv-Rebound oder auf Blocken. Bei Körperform ist wieder egal. Größe geht ihr 6'4". Dann seid ihr etwas größer und das Ballhandling ist wirklich nicht dramatisch. Könnt ihr immer noch mit 99 overall auf ein 80er Ballhandling kommen. Gewicht wieder ganz runter. Dann habt ihr wieder eine sehr gute Geschwindigkeit, Schnelligkeit und Beschleunigung. Spannweite, wenn jetzt hochgeht, hättet ihr einen 95er Stil.
Ich würde es bei einem 94er Steal belassen, dass ihr dann mit 99 overall ein 80er Ballhandling kriegt. Dreier völlig ausreichend. Dunk sind zwar keine Contact Dunks, aber trotzdem schnelle Dunks auch im Park, die nicht so leicht geblockt werden. Reicht ein 74er Dunk aus der Bewegung vollkommen aus. So, und hier beim Takeover habt ihr jetzt freie Auswahl. Entweder das Sharpshooting Takeover würde ich nehmen oder das Lockdown Takeover. Ich nehme jetzt mal das Sharpshooting Takeover. Und dann habt ihr einen Two-Way Pass First Point Guard erschaffen. Das Bild sieht man wirklich nicht oft, aber es ist wirklich sehr gut. Das nächste Bild ist das wohl bekannteste Bild, nämlich der Playmaker Shot Creator. Dazu wählt ihr die halbgrüne und die halbgelbe Pie Chart. Aber ich werde den jetzt so machen, dass ihr auch einen guten Dunk aus der Bewegung kriegt, der ausreicht, um Parkdunks eben wieder freizuschalten und eben diese schnellen Dunks, schnellen Abschlüsse, die nicht geblockt werden. Hier maxt ihr erstmal Mitteldistanzwurf, Dreier aus, Freiwurf aus, Passgenauigkeit, Ballhandling, Perimeter, Defense, laterale Schnelligkeit, Defensiv, Rebound, Steal, dann noch Post-Fade, sodass ihr 25 Wurfplaketten gerade so habt. Und hier könnt ihr auch so, dass ihr gerade so 23 Playmaking-Plaketten habt und dann noch den Rest auf Blocken. Körperform ist egal, als Größe bleibt ihr bei 6'3". Gewicht wie immer ganz runter, dass ihr mehr Schnelligkeit kriegt. Bei der Spannweite geht ihr jetzt so weit hoch, dass ihr ein 66er Dunk aus der Bewegung habt. Dann kriegt ihr auf 99 overall einen 70er Dunk aus der Bewegung und ein 84er 3 reicht komplett aus. Ihr braucht doch nur ein 85er Ballhandling, habt ihr sogar ein 86er. Vollkommen okay, Defense auch okay, 82er Steal, mehr als genug. Und ja, als Takeover nimmt man wie für einen Playmaking Shot Creator üblich das Sharpshooting Takeover. Ja, das Bild kann eben alles, kann auch eben danken, was häufig das Problem ist bei Playmaker, Shot Creatorn und von daher immer noch eines der besten Builds im Game. Das nächste Bild ist wirklich ein sehr, sehr ausgewogenes Bild und zwar nehmt ihr dafür die halbgelbe, halbrot, also halb Playmaker und halb Defense Pie Chart. Körperliches Profil nehmt ihr wieder, das mit am meisten Schnelligkeit. Habt ihr wieder 95er Schnelligkeit, wirklich besser geht's wieder nicht. Dunk aus der Bewegung ausmaxen und Korbleger aus der Bewegung wie immer ausmaxen. Dreier ausmaxen, Freiwurf ausmaxen, Mitteldistanzwurf ausmaxen, Postfade auch ausmaxen. Ballhandling ausmaxen, Passgenauigkeit ausmaxen, Perimeter-Defense, laterale Schnelligkeit, Steal, Defensiv-Rebound, ja, Nahdistanzwurf, ja, dann könnt ihr theoretisch noch vielleicht vom Defensiv-Rebound tatsächlich runtergehen und das noch auf Nahdistanz, auf Nahdistanzwurf hoch. Da habt ihr 8 Finishing-Plaketten, 11 Shooting-Plaketten, 20 Playmaking-Plaketten und 17 Defense-Plaketten. Also das ist wirklich ausgeglichener, geht es wirklich fast nicht. Und euer Ballhandling über 85, Dreier, damit kann man werfen. Dank aus der Bewegung vollkommen ausreichend und die Defense ist auch einfach overpowered für einen Point Guard. Körperform ist egal, Größe würde ich auch so lassen, Gewicht ein bisschen runter, Spannweite könnt ihr hochgehen noch so ein bisschen, dann habt ihr einen 80er Dunk aus der Bewegung, Ballhandling immer noch über 85 und ja, mit dem 80er Dunk auf zur Bewegung auf 99 overall kriegt ihr eben Contact Dunks noch. Also dieses Bild kann wirklich alles. Und beim Entfesselt habt ihr eigentlich freie Wahl. Also ihr könnt entweder Lockdown
Slashing oder Shot Creator Takeover nehmen. Ich nehme jetzt einfach mal Lockdown Takeover. Dann habt ihr einen Two-Way Playmaker erschaffen. Wirklich ein Bild, das alles kann. Für das nächste Bild nehmt ihr die Halb Playmaking, Halb Finishing Peitsche. Beim körperlichen Profil wieder das erste. Ihr habt wieder eine super Schnelligkeit. Korbleger aus der Bewegung ausmaxen, Nahdistanzwurf ausmaxen, Dank aus der Bewegung ausmaxen, Dreier ausmaxen, 67er 3, damit kann man einfach in dem Spiel gut werfen. Freiwurf ausmaxen, Post Fade so weit hoch, dass ihr 11 Shooting Badges habt, gerade so. Passgenauigkeit hoch, Ballhandling hoch, Postkontrolle so hoch, dass ihr 23 Playmaking Badges habt, Perimeter Defense ausmaxen, laterale Schnelligkeit, Steal, Defensiv Rebound und den Rest noch auf, ja, keine Ahnung, auf Dunk aus dem Stand von mir aus oder auf Blocken. Machen wir es auf Blocken, weil das ergibt noch ein bisschen mehr Sinn. Körperform so lassen, Größe 6'5", Gewicht ganz runter. Ihr habt wieder, also ihr habt einen 98er Speed und mit dem Gatorade-Dings, da kriegt ihr locker 99er Speed und 99er Beschleunigung. Spannweite geht ihr runter bis, geht ihr hoch, bis ihr einen 85er Dunk aus der Bewegung habt. Und beim Entfesselt nehmt ihr das Slashing Takeover. Dann habt ihr einen slashenden Playmaker erschaffen, der wirklich auch fast alles kann. Vielleicht eine kleine defensive Schwäche, aber sonst Dreier kann er werfen. Super Playmaking und super Finishing. Das nächste Bild ist ein Bild, wozu ich schon mal ein Video gemacht habe. Und da nehmt ihr, ich zeig's euch jetzt nochmal kurz, da nehmt ihr die Pilechart halb Finishing, halb Shooting. Körperliches Profil einfach wieder das erste. Nahdistanzwurf ausmaxen, Korbleg aus der Bewegung, Dank aus der Bewegung, Mitteldistanzwurf, Dreier, Freiwurf, Passgenauigkeit, Ballhandling, Perimeter, Defense, laterale Schnelligkeit, Stil, also das übliche Ausmaxen, Defensiv, Rebound und dann noch Postkontrolle so hoch, dass ihr 14 Shooting-Plaketten kriegt, Offensiv, Rebound einfach. Den Rest würde ich noch auf Blocken. So, weil offensiv, also Blocken ist fast wichtiger als offensiv Rebounds in dem Fall. Dann habt ihr 6 Defense-Plaketten, vollkommen ausreichend. Und der Rest auch vollkommen ausreichend. Größe 6'5", macht, stärkt eure Defense nochmal ein bisschen. Gewicht ganz runter. Und bei der Spannweite jetzt ganz hoch. Und dann kriegt ihr auf 98 overall einen 84er Driving Dunk. Das bedeutet Contact Dunks. Ein 80er Dreier, man kann auch mit einem 77er Dreier komplett ausreichend konstant greenen. Ballhandling, 80er Ballhandling reicht auch vollkommen aus. Und die Defense ist auch dazu. 83er Stil, komplett okay. Beim Entfesselt nehmt ihr Slashing Takeover, ihr könnt auch Lockdown Takeover nehmen, aber ich würde sagen, ihr seid mehr ein Slasher als ein Lockdown Verteidiger, deswegen das Slashing Takeover. Und dann habt ihr einen vorbereitenden Finisher erschaffen. Viele von den gerade vorgestellten Builds haben keinen guten Dreier und deshalb könnt ihr euch jetzt gerne das Video links oben anschauen zu den besten Shooting Badges, die dann sozusagen den schlechten Dreier wieder ausgleichen, weil mit den richtigen Shooting Badges kann man auch mit einem niedrigen Dreier gut werfen. Schaut euch das gerne an und bis zum nächsten Mal.